Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern. Und also folgendes. Wir sind ein bisschen groß. Wir haben aber trotzdem noch ein paar Probleme. Und zwar Ikena sind sehr stark. Also die haben ganz gute Einheiten. Vor allen Dingen die letzte Schlacht mit denen. Die hatten, glaube ich, zweieinhalb Armeen gegen meine Armee. Und die hatten irgendwie 13 Fernkämpfer dabei. Also 13 Steinschleuderer. Und dementsprechend haben die ein bisschen Aua gemacht. Wie gesagt, wie schon erwähnt, Fernkämpfer und Kavallerie ist die Achillesferse von Sparta. Also schnelle, leichte Einheiten, die so Nadelstiche in den Rücken und so weiter in die Seite machen können. Genau. Zweites Problem ist gerade, dass eine hohe Sezession oder eine hohe Chance auf eine Sezession ist. Und zwar wahrscheinlich von denen, die. Ah, hier oben steht es ja, stimmt. Die Jünger von Hera, die in Italien, die mögen mich. Und die von Poseidon, die hassen mich. Also irgendwie minus 30 oder so. Das heißt, nächste oder übernächste Runde wird da wahrscheinlich ein Krieg ausbrechen, deswegen habe ich Nightmare. Habe ich ja zuerst von hier nach da, von da nach da und jetzt von da nach da. Also die tun mir echt leid, aber die müssen sich um den Bürgerkrieg kümmern und dann, wenn noch in Britannien irgendwas übrig ist, dann um Britannien. Die Armee hier, warte, ich zeige es euch mal. Die Armee hier ist halt ziemlich geschrumpft. Was halt echt krass ist, also die Rang 9 sind halt halb tot. Das ist halt echt nicht gut. Deswegen habe ich mich jetzt hier eingebunkert, weil mit den Pikinieren kann ich eigentlich mehr oder weniger alles schützen. Und dann halt noch mit den 4, 5 Hopliten, das reicht schon. Die da müssen halt ganz, ganz am Rand hin. Das werde ich überleben. Frage ist noch die da. Die haben Iska jetzt zurückerobert, was nicht ganz so nice ist. Die 3000 müssen halt jetzt sich wieder drum kümmern. Probleme sind die. Auserwählte Schwerter, Streitwagen und ja, also wird noch spannend da oben. Hier unten muss ich mal schauen, habe ich letzte Runde die da eingenommen. Da muss ich mal schauen, was jetzt in Alexandria und allgemein Ägypten alles los ist. Genau, Seleukiden haben mir den Krieg erklärt, was auch nicht viel Sinn macht. Ikonium, nicht mit der Dumm und Kidum, das ist Ikena. Genau, Ikonium, Tobi, Ikonium. Genau, das habe ich letzte Runde auch eingenommen. Jetzt Mazaka werde ich einnehmen. Und genau, also erstmal hier ein bisschen ja, heilen und dann geht's weiter. Oh, eine vollständige Provinz. Warte, dann mache ich hier oben. Nee. Dann mache ich hier oder machen wir einfach. Achso, nee, ist ja nicht meine. Gut, dann die gehört ja mir und dann mache ich hier Loyalität zur politischen Partei. Das ist sehr gut. Dann sind die ein bisschen ruhiger gestellt, aber ja, die hassen uns so sehr, dass das eigentlich keinen Unterschied macht. Also die werden safe uns sich von uns abschotten so. Ich habe auch darauf geachtet jetzt, dass in Sueben, dass dort keine militärischen Gebäude sind. Natürlicher Tod. Wo das ist, der konnte einfach nicht mehr gehen. Okay. Okay, du gehst mal hier hin. Dann hole ich mir noch einen General. Spahn,
einen Helden, der die dann unterstützt. Erlass erteilt, das ist sehr schön. Okay, also Baubericht. Wir haben ein bisschen was gebaut. Haushalt. Das ist sehr gut. Und verborgenen Agenten. Da drüben. Hä? Okay. Gut. Wir können wieder ein bisschen was bauen. Hier Korruption habe ich auch alles. Hier habe ich gar nichts. Das ist ein bisschen wenig. Baukosten. Ach, das brauche ich ja eh nicht. Aber hier könnte ich halt neue Gebäude bauen. Was fehlt uns hier noch? Bewegungsreichweite ist mega gut. Okay, nur noch 4 Runden. Das könnten wir eigentlich. Verstärkungsrate ist auch gut. Hier Belagerungseinheiten ist eigentlich wurscht. Okay, dann machen wir mal hier die 4 Runden voll. Dann haben wir 20% Schüsse pro Minute und Gefechtsgeschwindigkeit für alle Einheiten. Das ist mega. Das ist krass. Okay. Das ist mega gut. Was bist du für eine? Okay. Hier habe ich aber noch keine Garnison. Die haben sich jetzt eingebunkert. Ich habe ein bisschen Sorge um die gerade. Weil die kommen da gerade nicht weg. Ich weiß gerade echt nicht warum. Selbst wenn ich Gewaltmarsch mache. Tja, dann kommt wahrscheinlich gerade eben. Warte mal. Dann kommt wahrscheinlich gerade eben die Armee von da nach da. Ich hoffe, dass die Armee von hier unten zusammen mit der die 3000 platt machen will. Das wäre sehr gut, weil das werden sie nicht schaffen. Weil die 3000 ist ja eine meiner ersten. Warte mal, wo ist denn das? Achso, hier. Einer meiner ersten Armeen und dementsprechend extrem gut. Nightmare, wenn die rüberkommen, ist halt Game Over eigentlich. Weil Nightmare haben königliche Spartaner und Helden Spartas und so. Die sind da noch ein bisschen krasser unterwegs. Die sind da tatsächlich noch ein bisschen krasser. Okay. Gut. Genau. Wobei tatsächlich die sind gar nicht. Hä? Dann habe ich die gerade verwechselt, okay. Weil, ja, weil die sind krass, aber die haben halt kritische Bogenschütze. Die machen halt extrem viel aus, tatsächlich. Aber hier. Ja. Na gut. Und hier muss ich mal kurz schauen, ob das tatsächlich die waren. Ja, königliche Spartanhelden Spartas. Und halt 2, 4, 6, 7 kritische Bogenschützen. Die machen dann, also um die kritischen Bogenschützen mache ich einfach einen Ring und die Bogenschützen machen alles platt. Ist eigentlich meistens so. Gut, hier unten, okay, der deckt gerade sehr schön auf. Ich würde trotzdem aber lieber Mazaka einnehmen. Gut, da ist niemand drin. Das ist wunderschön. Ja, ist eigentlich wurscht, ne? Wir haben ja beides schon. Okay. Sehr schön. Gut, weil hier ist nämlich auch niemand. Und dann gehen wir hier Side und Tarsus. Und dann Antiochia. Vielleicht können wir das den. Nee, Schmarrn. Ich wollte gerade überlegen, ob wir das irgendwie den Seleukiden wiedergeben können, aber das kann man nur, wenn man, wenn die Seleukiden tot sind, und man die befreit quasi. Aber ja, das machen wir natürlich nicht. Okay. Das Blöde ist halt, wegen so einer
kleinen Königin mit 16 Leuten kann ich hier das nicht alleine lassen. Also sonst hätte ich hier schon rausgehen können. Aber weil ich hier noch keine Garnison drin habe, kann ich hier nicht raus. Das ist halt bisschen bitter. Das ist tatsächlich ein bisschen bitter. Okay. Aber das ist kein Problem. Ah nein, den Spion habe ich vergessen. Den Spion. Da wollte ich eigentlich noch schauen, was in Alexandria denn. Sollen wir auf ein. Ja. Und jetzt greift er meine 3000 an. Nee, die Spartas Furz greift er jetzt an. Ich will sehen, was da oben abgeht. Oh ja, das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Danke. Das ist richtig gut. Weil ich hatte Angst, dass er jetzt meine. Ich dachte schon, hä, warum greift die an? Aber die sind ja verbündet. Ich dachte jetzt schon, der greift den an. Aber der hat irgendwas mit seinen Agenten gemacht. Ich hoffe, da ist nichts dabei rausgekommen. Okay. Das ist jetzt ein bisschen tricky, weil. Also, Vorteil ist, es ist ja eine Stadtbelagerung. Das heißt, ich kann mich sehr gut verschanzen. Der Nachteil ist, wenn ich hier verliere, bin ich tot. Oder halt ist die Armee tot. Aber das schaffen wir schon. So, das schaffen wir. Ah, aber echt schade, dass hier noch keine Garnison drin ist. Weil dann hätte ich schon eine kleine Flotte oder Flottille oder wie man das nennt. Dann hätte ich schon ein bisschen hier... aufhalten können hier. So. Oh. Oh. Ah. Hm. Okay. Das ist natürlich mega krass hier. So. Warte mal. Ich, bunker mich mal schon mal ein. So, damit ich ja das schön planen kann. So. Warte, ich würde. Ich würde mich so ein bisschen breiter aufstellen. Also falls die von da kommen. Ich glaube, also realistisch gesehen müssten die von da kommen. Aber ja, mal schauen. So. Genau, Brandgeschoss können die machen. So, sehr schön, sehr schön. Okay. Dann... mache ich mal hier einfach einen Parcours. So, okay. Und alles voller Dinger, so. Wobei, eins von denen würde ich auch gerne hier so machen. Okay. Der General kommt natürlich hier rein. Und ja, ich habe zwar noch die, aber die bringen nur bei... bereit zum Einsatz. Bei Hügeln. Genau, Berittene, ja. Okay. Warum eigentlich nur bei Beritten? Also, das ist bei menschlichen Füßen ist das genauso krass. Aber okay, das sind eigentlich keine Krähenfüße. Das sind Panzersperren, sag ich mal so. Okay, let's go. Hier. Wenn die von da kommen, dann stelle ich die mal um. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, die kommen von da.
Dann gehe ich mal weg. So, wupp. Geschossinfanterie zu euren Diensten! Au. Ich erwarte eure Befehle! So, wir gehen mal hier so hin. Wir hungern nach Blut! Okay, die greifen erst an, wenn die Armee da ist. Warte, nee, ihr geht mal hier hin. Vielleicht können wir hier ja was machen. Oh Gott. Zum Glück habe ich das gerade gesehen. Oh Mann, boah. Zum Glück habe ich das gerade gesehen. Uiuiui. So. Das wird cool, das wird cool. Wehrinfanterie bereit. Ja. Ach, das sind Steinschleuderer. Ach süß. Naja, okay. Ja, ich warte noch bis bis die ganzen, warte mal, hier, stopp. Ich warte, bis die Armee da ist. Also hier 1, 2, 3, 4. Gerade sehe ich nur 4, 5. Fernkampfeinheiten. Da müsst ihr euch dann drum kümmern. Die sind auch richtig cool. Warte mal. Feuer einstellen. Weil die Kavallerie kann euch nichts anhaben. Die kann euch nichts anhaben. Ich frage mich gerade, wann der beste Zeitpunkt wäre, hier das alles anzutun. Begeistert? Dann schauen wir mal. Okay. Ich dachte eigentlich, dass das jetzt schneller geht. Ihr könntet jetzt eigentlich so langsam hier die anzünden. Was meint ihr? Wäre doch cool.
Naja, okay. Nein, nein, stopp, 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 stopp. Was macht ihr denn für Spahn? So. Okay, also. Ihr da und du da. Okay, das war's wohl, ne? Hm. Die laufen wirklich durch die ganze Karte. Über die ganze Karte. Interessant. Ja, also so nah, da brennen die schon, ne? Ich bin mal gespannt, ob die ob die da noch Schaden machen. Nicht wirklich. Ah, doch einer. Ah, doch. Ein paar, okay. Dann bitte fackelt auch die da ab. Ich erwarte eure Befehle. Wieso ist der eigentlich so angekratzt? Ja, komm, das passt schon. So, jetzt Feuer frei und volle Kanne voraus, würde ich sagen. Seid ihr dann fertig? Ja, sehr schön. Okay, die gehen jetzt nach hinten, aber da warten auch schon Spartaner. Nein. Warte, warte, ihr normal. So. Ja, ich muss die halt mal ein bisschen animieren. Wir töten sie alle! Rät, ihr Verfluchten! Ja, das war falsch. Ah, ich muss die mal, glaube ich, ein bisschen animieren. Weiterzugehen. Hm. Vor allen Dingen, weil der halt, ja, der macht es gar nicht so dumm, leider. Hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bitte nach hinten. Ihr, also ihr nach vorne. Schnell Schuss. Und dann wird das schon. Okay. Da hinten sind nur noch ganz normale. Die ganzen Fernkämpfer sind nur noch hier die drei, gell? Dann ist ja in Ordnung, würde ich mal ganz erlaubt behaupten. Du schießt mal einfach hier rein, ne? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, und zwar wer? Du. Dann du gehst mal auch hinten.
Jetzt mal vor. Der hat auch schon ein bisschen verloren hier. Wie weit schießt du? Bis hier. Boah, sehr schön. Eine unserer Einheiten hat das ist natürlich jetzt nicht schön. Bewegt euch! Bogenschützen! Warte, die gehen mal jetzt hier hin, damit ich die komplett einäschern. Ne, einäschern ist ein bisschen böse, das Wort. Nee, aber dass ich die auf jeden Fall. Wieso kann der sehr viel weiter schießen als die? Weil der da Rang höher ist, wahrscheinlich. Finde ich aber krass, dass man das so gut sieht. Aber jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Ja, schön. Ich hoffe, du. Ja. Ich hoffe, die werden jetzt auch noch sterben, aber ich glaube schon. Also wird knapp. Wird sehr knapp. Ja, noch ein Schuss. Oder noch eine Salve und die haben keine Muni mehr. Eine unserer Einheiten genau. Hat ihre gesamte. Ja, perfekt. Das ist also wie der letzte Schuss aus der Waffe mit einem Headshot so ungefähr. Okay, die kommen jetzt bald durch. Das ist nicht gut. Das heißt, wir werden jetzt mal. Der ist erschöpft, der kommt dahin. Ihr kommt. Wir machen mal den Deckel zu. Warte, nee, ihr müsst hier unterstützen. Oh ja, schieß mal hier. Okay, ihr tauscht mal hier aus. Jetzt mal normal schießen. Ihr schützt mal hier, falls er irgendwie unbeobachtet irgendwie irgendwo vorbeischlüpft. Hier bleibt ihr mal. Und ihr tauscht mal den Platz. Jetzt ist halt der General an der Spitze, was nicht ganz so optimal ist, aber das passt schon. So. Der hat sich ja festgebackt, das ist natürlich sehr schade für ihn. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, der ist jetzt auch weg. Ich kann halt ja keine Zangenbildung machen. Weil der hier ein bisschen geschützt ist.
Jetzt mach mal den Formationsangriff weg. Befehl verstanden. Und greift an. Was habt ihr ihn aufgeweckt? Okay. Hier scheint alles noch in Ordnung zu sein. Ist der General da vorne natürlich an der Front. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, Okay, die sind schon ausgebrannt. Halt die noch nicht, aber okay. Gut, also der kommt hier hin, die kommen da hin. Wobei, nee, die kommen alle hier hin und die kommen da hin. So, du gehst außen rum. Und ihr greift jetzt von der Seite an. Dass die immer dann so langsam sind, ne? Wie die Kämpfe in Formation langsamer als ohne Formation passt. Okay, die brechen jetzt auch aus. So, die kommen wieder zurück. Die brechen jetzt durch. Die brechen durch. So. Gut. Ist schon wieder so eine lange, große, lange Schlacht, ne? Aber es ist halt ein krasser Angriff. Jetzt kann ich hier zum Beispiel die Zange zumachen. Oder ich mach's allgemein auf. Ich glaube, ich mach sie auf. Also die Linie. Beziehungsweise ich mach sie wieder so zu. Wieso ist der eigentlich hier immer noch begeistert hier? Das kann doch gar nicht sein. Gut. General, du gehst mal zurück. Ich will jetzt nicht in den letzten 2 Sekunden hören, dass du gestorben bist. Sowas mag ich nicht. Stellt euch mal normal auf hier. Oh, sehr schön. Und der wird gerade umringt, was nicht ganz so gut ist. Deswegen müsst ihr mal hier Dampf machen, um den anderen zu helfen. Und ihr auch. So, gut. Und was ist das hier jetzt hier für ein Knödel? Okay. Keine Ahnung, was das ist. Okay. General, du kommst mal auch wieder rein. Okay, ihr formiert euch mal neu. Ihr geht mal weg und helft hier hinten, weil der braucht jetzt mal Unterstützung hier. So, General, komm mal her. Wer
Okay. Löst euch. Schneller. Löst euch und helft denen. So, sehr gut. Weil hier ist kein Problem. Die haben auch kein Problem. Die sind fast ja, vollständig noch. Rein da. Wolltet ihr nicht angreifen? Manchmal sind die Spartaner auch schwer vom Begriff. Muss man leider zugeben. Warte, nee. Okay, das ist schon mal sehr gut, dass der tot ist. Warte, ich schicke die einfach mal so rein. So, hier. Und jetzt kämpft. So geht das nämlich. Bitte versucht mal euch komplett rauszuziehen. Hier ist auch alles fein. Hier ist alles fein. Hier ist alles fein. Sehr gut. Dann geht ihr mal jetzt zu dem Pulk. Klappt. Das klappt doch. Ist nur eine sehr, sehr lange Schlacht. Der hat halt auch gute Einheiten, muss man sagen. Auch sehr gute Einheiten mit sehr guter Moral. Und ich habe gerade keine Munition mehr. Ist zwar, ja, ihr habt zwar nur noch 36 Leute, aber das reicht eigentlich für den, um diesen Debuff zu bekommen. So, angreifen, 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 angreifen. Und vor der Kanne angreifen. Sehr schön. Okay. Alter, okay, also bemalte und Schwert. Ja, die Schwertbande ist halt extrem gut. Die bemalten sind fast tot. Aber die Schwertbande. Respekt. Wir sind auch Schwertbande. Auch Schwertbande. Oh, ey, die Schwertbande sind. Die halten echt was aus. So, die ziehe ich mal raus. Die da werden auch jetzt gerade umrundet. Was echt nicht so gut ist. Aber dieser Pulk, ja, gut, jetzt habe ich es geschafft. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Puh. Okay. So, bisschen. Ah, die haben keinen Bock mehr. Okay. Kann ich auch verstehen. Knapper Sieg. Ah, so, 200, 200, 400, 580. Uiuiuiuiui.
Ja, die hatten leider nicht so viel Munition irgendwie. Oder ich habe die zu früh schon auspowern lassen. Oder aus. Ja. Aber naja, ich habe die ganzen. Ich habe ja die ganzen Fernkämpfer da auch getötet. Und die da sind komplett. Ja, nee. Halt der General, aber. Da ist der Gen. Ja, der General ist auch tot. Der hatte 3. 6. Okay. Ja, 6 ist echt gar nicht schlecht. Für zwei Armeen ist es schlecht, aber für eine Armee wären 6 ganz gut. Okay. 20, 50, 120. Aber die haben echt lange ausgehalten, also nicht schlecht. Jetzt muss ich wieder hier bleiben und regenerieren. Aber zumindest ist jetzt keine so große Gefahr mehr für meine. Ja, war klar. Ja, und Poseidon war auch klar. Für meine. Ja. So, ja, ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. So, ist halt eine große Ding. Okay. Wie kann ich dich aus der Schusslinie bringen? Das Problem ist halt. Ich komme hier nicht mehr weg. Das ist ein mega Problem. Und nächste Runde greift er wahrscheinlich wieder an. Ja, bemalte sind jetzt ganz okay. Also nicht ganz so schlimm. Okay. Alter, wie krass die sich heilen. Junge, Junge. Gut, dann dann gehe ich mal hier hin. Nächste Runde sind die meisten wieder komplett vollständig und dann versuche ich den zu retten. Okay, aber dreiviertel Stunde, lol. Okay, gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächste Runde holen wir und also versuchen wir die zu befreien und so eben dann ja wieder brav zu machen. Gut, bye.